Ja. Perfekt. Schön, leise töten. Mit dem Fuß ins Gesicht. So, Leute, herzlich willkommen zurück zu Let's Play Sticks. Sticks, wie auch immer. Master of Shadows. Wir müssen in die Kanalisation. Dazu brauchen wir die Brechstange. Da geht's hier irgendwo hoch. Laut Plan. Also laut. Nein, das wollte ich gar nicht. Ja, auch gut, aber. Da sind so Zeichen in der Wand. Invisible to anyone who's never touched the amber. All I have to do is follow the trail. Genau, das wollte ich gerade selbst erklären. Die Symbole da zeigen uns halt an, wo wir lang gehen sollen. Obwohl ich immer ganz gern einen anderen Weg wähle. Weil da halt einfach auch viele Gegner sind. Ne? Wir gehen lieber da lang. Wo die Putzer sind. Oh, schrei noch lange, ey. Keiner gesehen. Oh, die zwei haben es nicht gehört. Die sind noch am Quatschen da. Den wuchsen wir jetzt auch gleich am Geländer ab. Also ich habe die Stelle schon mal gespielt. Ich habe vorhin gespielt und habe übersehen aufzunehmen. Darum spiele ich das jetzt nochmal schnell für euch. Hier gibt es eine Mütze. Dann wuchsen wir den hier. Tak, tak. Lol. Ja. Genau. Ja, ist so geil. Ja, jedenfalls geht's dann hier weiter. Hier ist ebenfalls eine Mütze. Unser Missionsziel ist da unten. Ja, genau. Jetzt letztes Mal habe ich es nicht geschafft. Diesmal habe ich es geschafft, den Haken zu kriegen. Und ab hier ist es dann auch wieder blind. Sind zwei Typen. Ich ignoriere das jetzt einfach hier. Da steht auch ein Typ. Aber ich muss da ja auch gar nicht rein, oder? Das wollte ich jetzt gar nicht drücken. Den wollte ich machen. Ja, cool. Das nenne ich mal Versteck. Jo. Dann werden wir hier gleich die Brechstange. Brechstange? Hallo? Die Brechstange nehmen? Ja, gut. Ozcan spoke to me of his list of hiding places, which must be here somewhere. I'll take it and get out of here. I got no desire to hang around. Yeah. Kann ich jetzt nicht einfach abmurksen, oder? Wo sind sogar zwei? Nein. Geht weg. Habe ich die Liste jetzt schon? Ich habe es nicht mitgekriegt. Zum Versteck. Years without seeing my family.
Unsichtbarkeit. Aha, eine neue Fähigkeit oder was? X. Das sagt er mir jetzt. Ups. Das ist X. Ja, ganz toll. Ganz toll. Nein, ich will auch nicht kämpfen. Spider-Man. Komm schon. Komm. Was war das? Komm zurück zu der wohl frustrierendsten Stelle im Spiel bis jetzt. Wir müssen aus diesem Raum entkommen und ich habe das jetzt schon etliche Male versucht und nie war es so zufriedenstellend irgendwie. Man muss wohl hier irgendwie rauslaufen und die Unsichtbarkeit nutzen. Ja, keiner. Da ist niemand. Leute. Ja. Also für mich rechts. Ich mache jetzt an der Stelle auch Schluss mit der Folge, weil ich zu genervt bin, um weiterzuspielen. Ja, ich hoffe, es gefällt euch trotzdem. Falls euch gefallen hat, lasst ein Like da, kommentiert das Video oder abonniert meinen Kanal, falls ihr es noch nicht gemacht habt. Und wir sehen uns dann in der nächsten Folge. Ich bin erstmal raus. Ich brauche jetzt eine Pause. Ja. Tschüss. Ja. So, Leute. Herzlich willkommen zurück zu Let's Play Sticks. In einer neuen Aufnahme. Ich habe mich jetzt wieder gesammelt. Und wir machen uns jetzt daran, das Versteck aufzusuchen. Das neue. Bin gerade noch am überlegen, wie wir das am besten machen, denn hier machen wir erstmal dunkel, denn hier kommen gleich zwei Wachen, die sich ziemlich gut abdecken. Ich glaube, am besten ist es einfach, einen zu triggern und dann wegzulaufen. Oder man kommt vielleicht hier. Das könnte funktionieren. Das könnte gehen. Man kommt vielleicht hier vorbei an den zweiten. Oh. Er hüpft immer so weit. So. So vielleicht? Ja. Ja, das sieht gut aus. Das sieht gut aus, das sieht gut aus. Du hast nichts gesehen, du hast... Da ist keiner. Hallo, da ist keiner. Ja, komm. Beruhig dich wieder da oben. Dein Leiden ist bald vorbei. Ich habe das alles zu schnell gemacht gerade. Kann ich da hochhüpfen? Ja. Nice. Er ist halt immer noch, wie sagt man, auf Achtung. Ja. Perfekt. Schön, leise töten. Mit dem Fuß ins Gesicht. So mögen wir das. Kann ich hier durchgucken? Aha. Das
das Blut an der Wand? Nee. Oder? Teppich, oder? Ach, war gar nicht versperrt. Kann ich irgendwie hier durch die Wände gucken? Nee. Hier. Tür? Keine Tür? Nein, keine Tür. Aha, da ist eine Markierung. Da unten ist Sand für mich. Werden wir gleich verwenden. Ja, ich tendiere schon wieder leise zu sein bei diesen Schleichspielen. Ich mache es echt nicht mit Absicht. Das ist ja, das passiert einfach von selbst. Ich werde da immer leiser und leiser. Ich weiß jetzt aber auch gar nicht, was ich dazu sagen soll hier. Ja, der ist am Putzen. Den können wir schnell erledigen. Ne, können wir nicht. Können wir nicht erledigen. Hier machen wir das Licht aus. Ja, das Licht ist ausgegangen, das passiert. Suchen mich die jetzt, oder was? Komm, den töten wir gleich, den Rekruten da. Sehr schön. Und die Leiche nehmen wir mit. Komme ich da gar nicht rein? Lol. Aber ich glaube, ich muss da rein. Ja, schön. Was ist das? Oh mein Gott. Also das schreit schon mal nach Falle. Und doch was wird die ausgelöst? Ein Klon kann hier durch. Ja, dann wird auch der Klon da durchgehen. Durch den Hochofen. Lass mal die Falle deaktivieren. Denn wir werden nicht so enden wie die. Ist sowas wie ein Aufzug? Nee. Ich dachte gerade. Ja, der Klon kann auch gleich weiter, oder? Weil der kann keine Schlösser knacken. Ja, nur der Schöpfer. Gut. Machen wir hier dunkel. Der Rennlauf tut gar nichts, ne? Nö. Knacken wir hier mal das Schlüsselloch. Ah, Schlüsselloch. Das Schloss. So, gab es hier nur eine Münze oder was? Das ist wirklich alles. Anscheinend. Ja, gut. Was auf eine Münze nicht alles tut, ne? So Fallen aufbauen. I heard something. Hat mich gehört.
sind einfach drei Typen hier. Oh, der schläft. Jo, wenn der schläft, dann gehen wir einfach vorbei. Man muss ja nicht jeden töten. So. Hier geht's hoch. Da ist eine Münze. Perfekt. Und da ist das Versteck. Ja, nice. Fähigkeitenpunkt. Okay, das ganze Zeug habe ich noch nicht gecheckt. Das war's von der Folge. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Falls es euch gefallen hat, schaltet nächstes Mal wieder ein. Lasst mir ein Like da, ein Abo oder einen Kommentar. Und ja, sag mal tschüss. Bis zum nächsten Mal.